Du bist derjenige, der das Kristallherz zum Jahrmarkt bringen muss. Ich? Aber Twilight... Geh! Aber... Geh schon! Zerbrecht euch mal nicht eure wunderschönen Kristallponyköpfchen. Das echte Kristallherz wird jede Sekunde hier sein. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dir wirklich glauben. Ich glaube mir ja noch nicht einmal selbst. Er ist zurück! Ich ertrag das nicht! Ich, Sombra! Meine treuen Kristallsklaven! Hey! Hier oben! Spike? Ich habe das Kristallherz! Es gehört mir! Damit König Sombra keinen Zutritt dazu hat. Was? Nein! Nein! Halt! Oh, ich wünschte, es würde für immer so bleiben. Habt ihr gesehen, wie wunderschön meine Mähne gefunkelt hat? Aber manche Dinge sind viel schöner, wenn sie eine Rarität bleiben. Oh. Alles kommt wieder in Ordnung. Du kannst ja nicht ewig mein Hinterteil retten. So langsam wird mir das peinlich. Am Ende war nicht ich es, die dich gerettet hat. Es war Spike. Das war nur ein Test. Vielleicht kannst du ihn wiederholen. Ich glaube nicht, dass sie ihn mich nochmal machen lässt. Reiß dich zusammen, Kumpel. Du musst stark bleiben. Für Twilight. Es ist wunderschön. Ich wünschte, ich hätte es geschafft, wie du es gewollt hast. Aber so war es nicht. Twilight, ich habe es so verstanden, dass Spike das Kristallherz zu Cadence gebracht hat, weil du nicht sicher warst, schnell genug einen Weg zu finden, um aus dem Turm zu fliehen. Du wolltest die Zukunft der Einwohner des Kristallkönigreichs nicht riskieren, nur um deine eigene zu sichern. Es macht mich so glücklich, eine Schülerin zu haben, die sich nicht nur um ihre eigenen Interessen kümmert, sondern diese auch für andere opfert, wenn es sein muss. Dann heißt das... Sie wird sowas von durchfallen. Reiß dich zusammen, Kumpel. Du musst stark bleiben für Twilight. Ich hab bestanden! Yeah!